Wie man Schlösser knackt, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber Gott sei Dank habe ich ja die kleine lustige Tussi dabei. Und damit willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Und wir machen uns auf den Weg zurück, um da so ein Schloss zu knacken. Bin gespannt, ob wir auch tatsächlich genügend dabei haben. Weiß auch nicht mehr genau, wo... Doch, da hinten war das. Genau, dann wäre es das eine. Und du bist immer noch freundlich. Das ist ja klasse. So, dann wollen wir Kannst mal. Kannst du dir das mal ansehen? Ah, fünf. Einer muss Schmiere stehen. Hervorragend. Bitteschön. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. 206 Silver Eagle. Okay, alles klar. Sehr schön. Damit bleibt noch das Schloss mit den drei übrig. Aber es wird wohl noch ein wenig dauern, bis wir die wieder haben. Denn hier sind wir, ja, glaube ich, durch. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier, ging es hier noch irgendwo nach oben? Nein, hier haben wir alles. Ja. Okay. Dann, nachdem wir hier ja nichts machen können... Nein. Müssen wir hier weiter. Also, Sky Control, go! Das wird absolut fantastisch! Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. So. Die Strecke ist frei. Na dann. Auf geht's. Ich packe mal lieber gleich das Maschinengewehr aus. Und eigentlich möchte ich da unten hin. Ja, aber wer will schon zu einer anderen Skyline? Ich will doch dahin. Let me. Darf ich nicht? Okay. Schade eigentlich. Sehr schade. Okay. Hall of Heroes, wanted for treason and sedition. Cornelius Slate. Alles klar. Ra, 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 ra. Panzerfaust, schon wieder. Will ich aber nicht. Hop, ein Voxophon. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen, habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Alles klar, hier ist also die Revolution gerade im Gange. Komm hier genau richtig. Was heißt hier oh? Was heißt da oh? Was ist denn das hier? Hall of Heroes. Ah, das ist hier das ganze Gebiet. Okay. Mhm. Da 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 da. Nehmt euer Bestes! Booker, hier ein Gewehr. Ich hab Munition gefunden. Hier! Oh, ei, oh! Alles, was zählt!
Oh. Ich habe niemanden gesehen jetzt hier. Was hast du zu bieten? Nicht mal, wo du bist. Hall of Horse. Kämpfe wie ein Mann. Süß. Scharfschütze, oh. Runter! Alles klar, alles klar. Das war's. Tja, jetzt alles wissen klar. Wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg. Das haben mir jetzt zwei ganz schön Ohr getan. Wir sind keine Blechmänner. Treibt ihn aus der Deckung. Ich kann nichts finden. Munition! Hier! Da! Wer? Vielen Dank. Töte mich doch, wenn du kannst. Ach, das ist... Ach Gott. Alles klar. Na, hörst du auf. Ja, ganz schön viele jetzt plötzlich. Kommen denen alle her? Ich geh in Deckung! Wo? Oh. Da. Kein Blechsoldat wird mich je besiegen. Ey, ein Glück, dass ich kein Blechsoldat bin. Karabiner. Aber ich habe natürlich ein tolles Scharfschützengewehr. Hallo, das ist genau das, was ich haben will. Ha. Genau. Ha. Präzisionsgewehrmunition. Gib her. Mehr Geld. Hier. Wer? Danke. Vielen Dank. Läuft. Läuft. 1A. Okay. Wir müssen anscheinend da hoch. Ey, geh mal aus dem Weg. Und was gibt's hier Schönes? Oh. Who needs the Power Company? Ja, das ist eine gute Frage. Erzähl. Braucht ihr Leben einen Ruck? Oh, das arme hässliche Kind. Versuchen Sie Fink, MFG, Schock, bla. Naja. Hall of Heroes, sponsored by bla bla bla. Hier noch irgendwas Schönes? Das? Was kann er? Gut. Betritt die Hall of Heroes. Die Hall of Horse. Kann ich denn irgendwie da seitlich hoch? Nein. Dann muss ich ja da rein. Also gut. Machen wir das mal. Bereich verlassen. Naja, bleibt mir nichts anderes übrig. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Was hast denn du da jetzt?
Und warum gibst du es nicht mir? Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Ja. Okay, das sind also die Patrioten und Lokalhelden, was auch immer. Hey! Krähenhilfe, 1485 hab ich nicht. Oh, tödliche Stampede! Gefangen von Männern, benutzt um zu zähmen den bockenden Bronco. Gib mir das mal alles her. Okay. Und du? Oh, Schadensboosts. Ja, fürs Präzisionsgewehr weiß ich zwar nicht, ob ich das wirklich brauche, aber gib her. Pistole. Ach ja, komm, gib her. Was ist das? Nö, das will ich nicht. Okay. Ein Voxophon. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Hui. Das wirft ja schon wieder tiefe Einblicke in die Story. Glaube ich zumindest. Die Warterei ödet mich an. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Was ist denn das jetzt hier? Wer will schon ewig leben? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was für Typen das waren, aber. Werden schon Feinde gewesen sein. Wow. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand! Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl! Tötet ein Blechsoldat sie! Oder ein echter Soldat! Okay. What the? Siehst du? Siehst du, du bist ein Killer, Booker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Was zur Hölle? Sind doch alle crazy. Den Tod schenken. Die sind drauf. Hey! Also. Hab ich schon. Alles klar.
kann ich ja jetzt so viel looten. Oh, warte mal, hat da was geblinkt? Nö. Okay. Cornelius Slate, Soldier of the Orient. Ah ja, den haben sie zerstört, weil... weil böse. Ja, Lockpick. Toni, komm. Machen wir wieder ins Schild. Gut. Immer gut. Immer alles gut. Okay. Kann man denn da mal irgendwie so... Nee. Dachte jetzt vielleicht, dass da mal irgendwie Geheimnisse wären, wenn man ein bisschen höher geht. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Gut. Dann gehen wir da hinten wieder raus. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Kein Problem. Siege Slates Männer. Oh Gott. Checkpoint. Checkpoint. Schanzbus, Schanzbus. Den wollen wir nicht. The Boxer Rebellion. Ah. Okay. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Hey, ich kann die Stadt auch in Brand stecken. Ja. Okay, aus dem Weg. Employees only geht's dann über. Ja, die Horden an Chinesen. Ist klar. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er es und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Naja. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt's mehr von den Chinesen. Bis demnächst. Tschüss.